So, weiter geht's. Die Knopfknolle wird uns gut tun. Das heißt wieder Nektar und Ultramotivierspray. Perfekt. Gerade Ultramotivierspray muss ich einfach häufiger verwenden. Unsere Empfehlung nehmen wir wieder mit. Und transportieren die mal ab. Oh, das hätte ich auch noch ganz gerne da hinten. Weiß nicht. Ja, gehen wir erstmal hier runter. Ich soll nicht mal kreuz und quer laufen, das ist auch nicht schlau. Ach, da ist der. Das Gebiet ist gar nicht so groß, sehe ich gerade. Oh, hier ist aber eine Höhle. Der Typ ist auch irgendwie nicht so der Aufmerksamste. Wir entfernen erstmal hier diesen ganzen Glibber. Können wir auch besser kämpfen. Also Ochi macht das nichts. Und uns auch nicht. Aber den Pikmin macht das schon ein bisschen was. Ist der überhaupt böse? Weil der tut uns gar nichts. Okay. Oh, der hat einen riesigen Schlund auf seinem Rücken. Ja, schade. Noch lebt es anscheinend, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, jetzt wird's verdaut. Aber was anscheinend funktioniert, denke ich mal. Ich verstehe diesen Gegner nicht. Ich weiß nicht, was ich gegen ihn tun soll. Und anscheinend da unten ist er verletzlich. Jetzt ist er auch gestunt. Er ist eingefroren. Okay, jetzt sollte er eigentlich besiegt sein. Ja, fast. Er hat meinen Pikmin gefressen. Er muss sterben. Okay. Ist hier ein Landeplatz? Müsste eigentlich. Wir haben jetzt schon so lange keinen gehabt. Aber ich sehe hier halt nichts. Hier war schon mal kein Landeplatz. Ich glaube, hier ist auch keiner. Vielleicht sehe ich nur diesen ekelhaften kleinen Spinnen. Von denen ich gar kein Freund bin. Schade. Da ging es aber mit eingefroren. Sehr gut. Leer kommen. Da ist ein Landeplatz. Okay, den holen wir noch. Ja, ich hasse das. Einmal denke ich, alles wäre in Ordnung. Und dann ein Langbein. Als ob.
Aber das schafft die Flügel-Pikmin. Mit Ultra-Motivier-Spray geht alles. Okay, wir haben auch keinen hier verloren. Waren aber jetzt für meinen Geschmack schon ein bisschen viele Gegner auf einmal. Starke Gegner vor allem. Das hier muss noch entfernt werden. Dann verlegen wir unsere Basis in die Herbstebene. So, mal gucken, was uns hier wieder überrascht. Oh, nette Überraschung. Rohmaterial. Hier hat ja gar nicht mehr mit guten Sachen. Und eine Nektarnymphe. Das war sehr erfolgreich. So. Ja, sehr gut. Dann bringt das noch weg. Waren da oben jetzt noch Gegner? Nee. Ja, da ist noch ein Schatz, den würde ich ganz gerne mitnehmen. Müssen wir die Pikmin selber machen. Schwerter und Schilde sind komplettiert. Ich hoffe, das kriegen die hin. Ich glaube aber schon. Die Avocado, denke ich mal. Ja, ist eine Avocado. Perfekt. Okay, dann haben wir hier noch zwei. Und das sollte es gewesen sein an der Stelle. Das heißt, wir können jetzt noch in die Höhle gehen, die wir gefunden haben. Perfekt. Irgendwie wird kein Pikmin produziert, obwohl wir nur 99 haben. Naja, oder wäre noch ein Laubling. Ich glaube, der wäre mir sogar lieber. Autsch. Die Matsche einfrieren. Dann hätten wir hier einen Laubling. Dann machen wir den. Da, ein Laubling. Komm, es ist Zeit für Dandori. Ja, dann werden wir jetzt Dandori-Spaß haben. Die Dandori-Herausforderungen machen mir ja Spaß, die Duelle nicht so sehr. Das liegt aber bei den Duellen auch einfach daran, ja, dass dieser Splitscreen einfach super nervig ist. So, die sollen den mal eben noch abtransportieren. Beeilung, ja, Moment, Moment. Grab das schon mal. Okay, dann ab da rein. Fels und weiße Pikmin. Auf und zu. Ja, dann auf und zu. Schwere Dinge sind wertvoller, aber schwer zu transportieren. Wie du transportierst, ist wichtig. Dort zeigt sich dein eigener Wert. Okay. Ich glaube, dass mein eigener Wert davon abhängt. Aber wenn du das so siehst, dann ist das für dich natürlich vollkommen legitim. Wir fangen sofort mit richtig vielen Pikmin an. Das finde ich krass. Ja, das war schlecht, gebe ich zu. So, was macht ihr? Was macht ihr? Das macht auch ihr? Nein!
Okay. Alles gut soweit. Laufen die einfach irgendwo lang, ey. Ich hätte besser aufpassen müssen. Aber es ist ja nochmal alles gut gegangen. Ja, von ihm habe ich keine Angst. Von ihm habe ich auch keine Angst. Müssen wir aber hier das Ding umstellen. Die Glocken sind einfach zu transportieren. Ich weiß noch nicht, wo das jetzt hergeht. Scheint aber in Ordnung zu sein, wenn das daher geht. Ja, warum der jetzt komplett umdreht, weiß ich nicht. Aber jetzt alles zu ist, ja gut, das war vielleicht dumm von mir. Diese Möglichkeit besteht natürlich. Okay, okay, okay. Das soll Otschin graben, der ist ja da am besten. Irgendwie wäre das nicht so schlau, hier das umzustellen, habe ich das Gefühl. So, Otschin hat auch schon abtransportiert. Sehr gut. Mach das mal. Mach das mal. Da müsste ich jetzt Pikmin hochwerfen. Okay, jetzt wird alles ein bisschen komisch, aber es passt schon. Also richtig klappt das nicht, aber ich musste halt die Pikmin hinschmeißen. Wieso werfe ich den immer gegen die Latte da? Ich hoffe, das passt so. Ah, die kommen sogar irgendwo daher. Okay. Könnte ich mich eigentlich nochmal umstellen, aber dann ist in Ordnung. Nee, ist aber falsch. Das muss schon so sein. Wir schaffen das aber nicht mehr in der richtigen Zeit, glaube ich. Ich hoffe, ich brauche keine Felsenpikmin mehr. Wie sieht's aus? Es ist nur noch da der Raum. Okay, da brauche ich aber vor allem weiße Pikmin. Das ist schon alles richtig so. So, schnell, schnell, schnell. Nein, Otschin. So, so schnell. Das kriegen wir aber hin.
es ist ja nur noch das Gold übrig. Drei, oh mein Gott. Ja, da kommen schon die drei, die noch was müssen machen müssen. Sind auch weiß, also die sind jetzt super schnell. Dann haben wir das geschafft. Und sollten dann auch Platin haben. Ja, ziemlich gut. Sekunden haben wir noch übrig, also ich bin zufrieden. Komplett. Und das gibt natürlich Platin. So muss das sein. Ja, dann ist dieser Laubling jetzt unser. Einer Dori zu gut. Unschlagbar. Wie versprochen erhältst du eine Belohnung. 30 Rohmaterialien. Ja, immerhin. Die gestrandete Person ist ohnmächtig, das ist unsere Chance, sie zu retten. Ja, das nächste Mal werden wir auf jeden Fall noch einiges machen müssen. Bei den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist, aber das wissen wir ja alle schon. Ich glaube auch, dass wir das wissen. Kriegen wir das hier noch auf? Das ist schlau. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht sehr schlau war, aber zumindest der Laubling ist gleich weg. So, die drei Pikmin da sind auch sicher und wir haben die Höhle durchbrochen. Sehr, sehr gut. Ihr habt einen Laubling gerettet. Gut gemacht. Ja, aber du wirst nicht sehen, wer das ist, bevor wir ihn heilen. So, Bau des Minitunnels ist abgeschlossen. Der führt uns wohin? Ja, auf die andere Seite. Surprise, surprise. Und die Zeit ist gleich vorbei, aber wir können zumindest noch hier die Schnecke besiegen. Und die. Ich finde es ja cool, dass die Schnecken jetzt auch in Gift kommen. Früher gab es die immer nur als Feuerschnecken. Oh, das sollte ein Schatz sein, aber das können wir jetzt nicht mehr holen. Ja, aber wir haben es geschafft. Den ersten Tag hier fast ohne Verluste überstanden. Naja. Ein Eispickel musste dran glauben, aber... Naja. So, schließen wir diesen Tag ab. Mit zwei Geretteten, davon einer auch sofort in Behandlung. Das gibt uns drei Motivationspunkte insgesamt, also kommen wir jetzt auf fünf. Und wir haben einige Schätze gesammelt. Die Zugreise ist abgeschlossen. Schwerter und Schilder auch. Das freut natürlich Saki und Samasenta. Und so kommen wir auf 1500 Glycerium an einem Tag. Nicht ganz so viel, aber naja. Wir mussten auch das Gebiet erstmal kennenlernen. Haben auch jetzt ein Viertel davon geschafft. Es fehlt aber noch immer sehr, sehr viel. Leider ein Pikmin verloren, aber ist in Ordnung. Jetzt sitzen wir schon eine ganze Weile am gleichen Ort fest, Bernard. Da hat ein Pilot wie du wohl viel Freizeit. Keinesfalls.
Bei der Arbeit eines Piloten geht es um einiges mehr als nur darum, ein Raumschiff zu fliegen. Das wusste ich gar nicht. Was macht ein Pilot denn noch so? Tja, zum Beispiel muss ich viele extra Stunden Schlaf sammeln, um während der ganzen langen Reise wach zu bleiben. Ich weiß ja nicht, ob ich das als Arbeit betrachten würde. Ey, Ruhezeiten sind Arbeitszeit, müssen bezahlt werden, auf jeden Fall. So, Gewerkschaft Zelo verabschiedet sich. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bald geht's weiter in Pikmin 4, in diesem letzten Gebiet, das sehr herbstlich ist. Ich denke, wir werden hier noch 3 Tage verbringen. Vielleicht nur 2, aber ich denke, es sind eher 3. Wir haben jetzt 1/4 geschafft. Also, prozentual gesehen wären es noch 3 Tage. Na gut, macht's gut, bis dahin, nur das Beste.